Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Minecraft. Wir stehen gerade auf dem Ofen, ja. Nee, wir sind gerade noch dabei, unser Schlafzimmer weiterzubauen. Okay, da oben ist doch ein Creeper noch. Ich wollte mich gerade mal gucken, ob der Creeper da noch steht. So. Dann machen wir mal hier weiter mit der Decke. Ich mach sie einfach erstmal zu, oder? Da kommt es auch irgendwann mal kein Creeper irgendwas in die Luft sprengen. So. So, die Öfen kommen sowieso noch weg. Hier ist jetzt hier die Aussicht. 7 Glas. Habe ich noch irgendwo mehr Glas? Ha. Haben wir mal einen Huhn immer aus? Und das scheißt jetzt die ganze Zeit die Eier in Gang, oder was? So. Da, Glas. Sehr gut. Weil dann können wir doch eigentlich da drüben hier das auch noch wegmachen. So. So. So, dann hier. Und dann bauen wir da unten nochmal den normalen Stein hin. Und dann da oben drüber das Glas. So. Und dann da natürlich auch nochmal. Wenn dann schon richtig. Ist die Frage, sollen wir dann da oben... Sieht halt doof da mit der Kante da aus, ne? So. Ja, da muss noch normaler Stein hin. Jetzt ist auf jeden Fall viel heller hier drin. Ja, da müssen wir sowieso nochmal hochbauen einfach. So. Steinstufen. Sieht cool aus. So nicht. Aber wenn es hier so ein Ring außenrum ist, ich weiß nicht. So. Passt ja sogar. Cool. So als hätte ich es geplant. Aber hier, guck mal. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt gucke ich auch nochmal schnell was. Und zwar... wie ging das? So. Dann machen wir mal so. Ne, wir machen anders. Noch ein bisschen Stein hier rausholen. So, haben wir alle. Und dann machen wir noch ein bisschen was. Naja, habe ich jetzt schön mein ganzes Steinvorrat verschwendet. Aber egal. So, das kommt dahin. So, so und so. Nee. Hätte ich auch stehen lassen können. 5 Steine habe ich noch, okay. Ich mache die hier doch weg. So. Dann hier auch nochmal. Ich nehme noch ein paar Steine. So. Dann kann ich mir hier auch gleich die Steine holen. Na komm, dann springen wir mal runter. Holen noch die Steine, die hier runtergefallen sind. Okay, das ist wieder die grobe Erde. Ich habe gedacht, die habe ich in die Kiste getan vorhin. Anscheinend doch nicht. So nicht. So. Dann machen wir hier nochmal den Steinstreifen. Na, lassen wir erstmal so. Ein bisschen Karotten noch. Gut für die Augen. So. Ach, wie komme ich denn jetzt wieder rein?
Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Warte mal, komme ich nicht von hier zum Balkon? Nee, der Balkon ist da oben. Naja, vielleicht kann ich hier einbrechen. So. Hier. Geht doch, sehr gut. Ruck. Sehr gut. So, weiter geht's wieder zum Schlafzimmer. Ja. Komm, rein da. Tschüss. So, wir haben ein Haushuhn. Haben wir auch ein paar Eier. Wie viele Hühner passen in so ein kleines Ding? Na, gar nicht, weil du nicht reingehst. Super, jetzt haben wir noch so einen Huhn hier draußen. Was wollte ich machen, genau? Ja, sind alle Öfen fertig? Ja, sieht so aus, ne? Dann mache ich die mal weg. So, dann das hier. So, da ist der Stein. Hier so, bis da und dann noch die Slabs. So. Oder wir machen hier auch Slabs. Gucken wir mal, wie das aussieht. Sieht eigentlich auch cool aus. Also ich finde es sogar ein bisschen cooler. Warte mal, ich mach mal hier so. So. Hier mache ich die Mauer. Und dann da drüben auch nochmal das da. So, alles wieder einsammeln. So. Und dann könnte man da oben. Oh. Daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. So. Okay, da geht ganz viel Kies runter. Wir sind ja auch hier auf so einer Kieshalde, ne? Okay, da ist wieder Stein. Müssen wir auch nachher wieder auffüllen. Ich weiß auch nicht, ob wir das so lassen. Wäre eine Überlegung. Lass ich einfach mal so. So, jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal um das Bett. Ein Bett habe ich noch im Inventar. Ich würde sagen, ich reiße es einfach nochmal ganz neu ab und dann bauen wir es einfach nochmal neu hin. Ah ne, ich hab für die Betten keinen Inventarplatz. So, die weiße Wolle lasse ich jetzt erstmal. Habe ich noch? Nee, habe ich nicht. So viel Holz haben wir auch nicht mehr, ne? Ne, für eine Truhe wird es reichen. So, und endlich mal auch die grobe Erde hier weg. So. Gucken wir mal, ob ich hier noch Holz habe. Ich hoffe doch mal. Slips. Hier sind noch Steaks drin. Wir brauchen mehr Holz. So. Glas brauche ich auch nicht mehr. Ja, komm, machen wir hier einfach mal. So. So. Okay, doch.
Da drin, also hier, könnten wir doch eigentlich so einen Geheimgang machen, oder? Ich kenne mich zwar mit Redstone und den ganzen, Dings nicht aus. Wie heißen die? Pistons. Aber egal. Können wir ein bisschen ausprobieren, bis da irgendwann ein cooler Geheimgang steht. Ach, das Bett habe ich weggemacht. Ach. Dann gehen wir nochmal kurz pennen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und ja, wir müssen ein bisschen Holz suchen. Weil ich brauche halt Holz, weil ich will ein paar Holztreppen bauen. Und wenn wir kein Holz haben, dann ist das Ganze schlecht. Warum liegen hier meine Karotten? Neues Ei gelegt, ne? Es landet da gar nicht drin. Komm, nehmen wir die Abkürzung hier durch. So. Dann, ja, Holz. Ist ja der beste, der nächste Weg erst da oben. Weg, ich meine Holz. Also, nächsten Bäume. Ich meine, wir können ja eigentlich, so viel Holz brauchen wir auch nicht. Wir können da hochgehen, da ein paar pflücken, dann wieder runtergehen. So, das müssen wir echt hier nochmal neu machen. Ist das eigentlich Eichenholz-Dinger? Nee, ne? Sieht mir so anders aus. So, die müssen wir auch nochmal weiterbauen. So, aber es soll ja auch ein bisschen verlassen aussehen, finde ich eigentlich. Guck mal, wenn wir schon mal hier sind, das hat der Joe noch geschrieben. Wie ging das? Hier ist Eisentür. So, Eisengitter können wir noch reinbauen. So, machen wir nur noch ein paar Eisengitter. Am besten will ich die... Na, hier ist wahrscheinlich... Ja. Da ist so... Ah ne, da ist ja was. Was ist denn da hinten? Na ja, komm, machen wir einfach mal. So, aber erst nochmal Karotte. Machen wir auch wieder hier. Ne, das ist doof hier. Aber da sind die Fackeln. Ach... Oh, nicht runterfallen. Nicht schon wieder runter. Ist da doch Holz drin, du. Nee. Ich bin zu doof, um diese Treppen hier zu steigen. So. Ich meine, hier sind ja Fackeln. Da auch. Dann machen wir jetzt über. Ne, hier war das ja, ne? Genau. Glaube ich, oder? Ja. Da, dann sind da oben drüber die Fackeln. Das ist hier. Das ist der Weg. Ja, hier bin ich sowieso falsch. Hm. Dann machen wir einfach mal trotzdem mal. Da kann man hier vielleicht so, grüß Gott, hallo, sagen. So, und oben sind wir, ne? Ha. So. Und hier... Fällen wir da mal ein bisschen Holz noch. Fällen wir mal ein bisschen Holz. Fällen wir mal ein paar Bäume. Naja, zwei, nee, drei Bäume stehen hier. Da hängt es mal kurz. So. Ein bisschen haben wir dann auf jeden Fall. 13. Aber ich hab hier auch ein paar neue wieder gepflanzt. Also, letztens schon. Nochmal schnell eine Karotte essen. So, alles weg. So, und ich warte auf Säpplinge. Da ist schon einer. Noch einer. Das sind ganz viele, okay. Ich auch noch. Hab ich dich? Ja. So. So, sind hier noch welche? Ich weiß nicht. Da sind noch ein paar. Das reicht ja schon. Wir haben jetzt, keine Ahnung wie viel. Ich glaube 6 Säpplinge wieder gepflanzt. Ich habe nicht mitgezählt. Kann sein, dass es ein bisschen, ich glaube es waren sogar ein bisschen mehr. Und haben nur 3 gefällt. Also war es eigentlich ganz cool. Guck ich mal, kann ich eigentlich gut runterkommen?
Ah, das geht auch super. Ohne ein bisschen Schaden zu nehmen. Da laufen wir wieder zurück. Haben jetzt zwar nur 13 Holz, aber ein bisschen ist es ja schon. Und ich will. Ah, da guck mal, da ist auch noch was. Hier ist zwei Fichte. Aber hier ist noch ein Baum. So, und ich bin hier falsch. Huh. Apropos keinen Schaden nehmen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder in der nächsten Folge. Dann bauen wir in der nächsten Folge das Bett. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Und dann mag ich eigentlich... Oh! Was machst du denn hier drin? Warum? Haben die eine neue KI eigentlich? Guck dir mal an, wie schlau die jetzt irgendwie sind, hä? Ich will den hier so in die Ecke drängen. Das ist echt kacke mit den Fackeln hier. Ich mach da jetzt Eisen und... Nee, Eisen ist auch scheiße. Hin. Ja, ich wollte in die Ecke drängen und der ist so außen rumgelaufen. Also weggelaufen. War irgendwie schlau. Da. Ich wusste gerade nicht, wo ich bin. Ja, so, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis dann. Ciao.